Logbucheintrag 634 auf der MSC verkackt. Wir haben keine Ausrüstung mehr. Auf der Karte, wenn wir nach ganz unten schauen, sehen wir, dass ganz unten waren wir auf dieser wunderschönen Insel. Hier oben haben wir ein Lager aufgestellt, oder? Ja, beim, ja, da haben wir, glaube ich, ein Lager. Hier oben haben wir ein Lager aufgestellt. Und da müssen wir hin. Das heißt, wir werden versuchen, im Laufe dieser Session von da oben uns nach da unten durchzuarbeiten. Ja. Habe ich das nicht toll erklärt? Ja. Ich meine, es wird ziemlich viel schwerer sein, als es dann nachher aussieht, aber... Jetzt klingt das so, als ob wir so ganz entspannt einfach hinlaufen und dann so ein bisschen Funtime haben, aber... Ja, und unsere Ausrüstung liegt halt da. So, apropos Bohrloch, ich habe jetzt, wie gesagt, 43 Feinwood. Sag nicht apropos Bohrloch, das hört sich seltsam an. Okay, apropos Footloch. So, du bringst dann Nägel mit, 80 Stück brauchen wir, dann brauchen wir wieder Resin. So viele Boote, wie wir schon gebaut und geschrottet haben, ne? Naja. So, Apollo 17. In dieser Episode kämpfen wir uns durchs Sumpfland. Wir fahren die ganze Zeit drumherum. Wir kämpfen eher mit der Natur. Also mit dem Wasser. Geht. Ist ja kein Kampf. Wie du fährst schon. Ich pfeife nur gerade aus. Ja, das sieht man. Ja. Pass auf, dass du nicht drauf gehst. Du bist nicht meine Mutter. Nein, und wenn ich sie wäre, dann wäre ich enttäuscht. Und deswegen musst du auch ganz vorne sitzen auf dem Boot, da du das ganze Wasser abbekommst. Sitzt so weit vorne, damit ich so weit weg bin wie du, von dir wie möglich. Ja, nee, ich hab dich da hingesetzt, wegen fehlender Körperhygiene. Nein! Du müffelst, ich guck extra weg. Ja, siehst du, ich guck. Nein, andere, ich guck weg hier. Okay. Oh ja. Oh ja. Das ist wie dieser Moment bei Jurassic Park. Sie leben in Herden, oder wie war das? Die bewegen sich in Herden. Ah, ich sehe von hier aus 1, 2 Death Mosquitoes. Ich habe übrigens in einem Patch Note gelesen, dass das beim nächsten Patch, dass sie ein bisschen genervt werden soll. Ah, okay. Und die wollen so Content Updates machen. Wir haben noch nicht mal den Content bisher durch. Okay, jetzt habe ich Angst, dass wir so ins Totenreich überfahren, weil es jetzt auf einmal so arschnebelig geworden ist innerhalb von einer halben Sekunde. Peter. Ah ja, da hinten hatte ich ja sogar den Anfang gebaut schon. Das war das Boot! Ah ja, das ist das andere Boot. Jetzt können wir uns aufteilen, wir haben unseren Hafen erweitert. Wir expandieren! Du hast ja schon angefangen, Unterschlupf zu bauen. Ja, was heißt ein Unterschlupf? Ich hab da einfach nur eine Vergasungshütte gebaut, wie man sieht. Ah, da waren noch 3 Feinwood in meiner Leiche. Das heißt, wir brauchen nur noch 4. Okay. Ah, der sieht ja wild aus. Ah, da müssen wir dann irgendwas reinschmeißen, denke ich mal, einfach nur. Ja. Ding ist, was ist das hier für ein Schrein? Und was? Ich sehe hier halt kein Bild oder irgendwas. Oder was ist das da oben? Ich könnte versuchen. Sind Zwerge? Keine Ahnung. Eine Zwergentrophäe? Die könnten auch aussehen wie Ancient Seeds, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die habe ich gerade im Inventar. Na gut, dann schmeiß mal einen davon rein. Bist du sicher? Ja. Nicht, dass jetzt was getriggert wird und so. Obwohl, warte, habe ich irgendwo. Nee, ich habe keine Pfeile. Das Einzige, was ich habe, ist meine. Ach so, ja, gut. Stimmt, das war ja der Baum, ne?
Ja, das ist der Baum, der nächste. ja, das ist, okay, gut. Hast du Feuerpfeile? Nee, ich habe keine Pfeile, habe ich doch gerade gesagt. Hörst du mir überhaupt Dann zu? bauen wir erstmal welche. Ja, das ist auch Feinwut. Perfekt. So. Nur. Ich hoffe, du verteidigst mich für alles, was jetzt kommt dann. Nein, da ist schon eine. Ah, die ist gestorben durch den Baum. Der Baum ist auf sie draufgefallen. Ah, oh, was für ein Glück. Glück muss man haben, ne? So, wenn noch einer ist, du musst sie im Blick behalten, bitte. Ah, da hinten ist ein Troll. Was macht denn der hier in den Plains? Okay, 7 Feinwood. Ist es, reicht das? Ja, das sollte reichen. Los, lauf, 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 lauf. So, liebe Leute. Nachdem wir jetzt so viel Reise hinter uns haben, um vom ersten Boss zum zweiten Boss zu kommen, ist es jetzt endlich soweit. Wir werden jetzt darüber gehen. Und den Und dann zernichten. ganz genau. So richtig zernichten. Maximale Zernichtung. Dann lass uns den beschwören einfach. Mit. Ich brauche noch einen Ancient Seed, wir brauchen 3 Stück. Ah, okay. Na gut, dann. Genau. Genauso wie wir es gedacht hatten, nur ich dachte eigentlich 4. Okay, bist du ready? Ich bin ready. Okay. Okay, Leute, Oh, ich da kommt ein weiß Brute. nicht. Ah, ja, der Zug ist abgefahren. Was kommt denn da jetzt? Und was ist das für Musik? Alter! Der Elder! Der verliert keine Leben. Doch, der verliert Leben. Ja, aber. Der verliert ordentlich Leben. Oh, da kommen ja Wurzeln aus dem Boden. Und Ja. die haben auch alle nochmal ein Eigenleben. Ach so, Schaden macht er gar nicht. Der hat sich auf dich eingefahren, scheinbar. Aber solange ich Deckung habe, ist es kein Thema. Ja, ich glaube, wenn du nur mit Schwert und Schild gegen ihn kämpfst, dann hast du sehr große Schwierigkeiten. Aber so, wo läufst du gerade? Du läufst zwischen den ganzen Wurzeln da hinten, du bist voll von dem attackiert und ich stehe hier die ganze Zeit. Also. Ja. Tag 60. Am 60. Tag haben wir den Elder geholt. Ja. Tagesanbruch. Schaut nach Osten. Ja. Am ersten Licht des 60. Tages. Gandalf, das kannst du nicht machen. Doch, kann ich. Oh, der hat sich. Ah, nee, noch nicht. Ja. Tag. Es tut. Ja. Ah, hier. Okay. Hier liegt noch was. Sag Elder ruhig. Trophy und Swamp Key. Swamp Key? Partly covered in Hagmod, but smells foetid. Und? Ja. Okay. Cool. Ja, den haben wir jetzt Also. besiegt. Hat zwar, also der hat kein Material gebracht so direkt, aber wir haben auf jeden Fall einmal den Kopf, den wir jetzt wieder opfern können an dem Ding. Ja. Und das machen wir als erstes, würde ich sagen, damit wir gucken, welche Fähigkeit das ist. Ja. Und danach gehen wir wieder zurück zum Portal davor und gehen dann in den Swamp, würde ich ganz klar behaupten, oder? Ja, aber sehr clever gemacht eigentlich. Weißt du übrigens, wo man die aufhängt? Ja. Das ist eine Kette. Ja, da muss man E drücken. Ach, Fast Woodcutting, das ist ja perfekt für mich. Also, ich weiß nicht, ob du die Fähigkeit brauchst. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es Aber laufen besser. ich werde.
Da ist ganz wie viele das geht. Buntketten. So. So, jetzt kommt das Swamp Monster. Ja. Ja, hier sind auch überall Leeches. Oh, hier ist. Ist das ein Dungeon? Ich habe einen Dungeon gefunden. Ah, und hier ist auch eine Krypt, eine Krypta. Und ich gehe mal davon aus, dass ich dafür den Schlüssel brauche. Ich warte, bis du da bist. Ja. Hey, die Krypta. Okay, ich musste wirklich den Schlüssel auch dafür benutzen. So. Cool. Sunken Crypts. Ich habe den Schlüssel aber noch, also wir können damit in mehrere rein. Muddy Scrap Pile. Ah, das kann man abbauen. Aber dann lass uns erstmal alles andere machen. Soll ich jetzt nicht ein Stück davon abbauen gucken? Oh, Nee. oh. Weil hier Schwein. Gegner sind, deswegen. Ja. Abgespacete Kacke. Jetzt muss ich erstmal ein paar Sekunden lang klarkommen. Ja. Deswegen solltest du das halt noch nicht abbauen, weil dahinter kann noch ein Weg sein. Ja, da hinten wird ein Weg sein, Ja, schön für die deswegen. Gegner. Und gab es da irgendwas Besonderes? Nee, das ist nichts fallen, das ist einfach nur zum kaputt machen. Okay. Hier ist eine Chest, hier ist wieder so ein Scrap-Pile. Chest, ah, Poison Arrow, Chain Withered und Bone. Withered Bone habe ich jetzt auch mitgenommen. Hat aber nichts gegeben. War die Nee. Scrap-Pile. Ich glaube, wir müssen uns einfach damit die Wege frei machen. Doch, ich habe Scrap Iron bekommen. Ja? Ja. Also Eisen. Ah, neues Material. Das. Ah. Wo ist denn das? Ah, das, damit kann man sich auch nicht teleportieren. Also wir haben das neue Material gefunden. Das ist das hier. Das sieht doch schon mal alles sehr knorke aus. Yes. Ah, oh ja. Oh ja, da ist ja. Da ist ja viel drin. Ah, wir haben auch neue Sachen zum Aufbessern. Ein Amboss, um Forge zu improven. Nochmal ein Forge Tool Rack, um das auch nochmal zu verbessern. Oh, wir haben einen Stone Cutter. Ah, damit können wir Steine machen, Daniel. Cool ist das denn bitte? Okay, das sind viele wieder neue Sachen. Dafür brauche ich 25 Holz. Jetzt bin ich wieder im Modus. Ah, ich gehe direkt mal meine Ulti machen, weil ich jetzt Holz hacken kann wie ein König. 50? Okay, ich mache 50 Schaden mit einem Holz, mit einem Holzhack-Move. Die Ultimate Woodcut Cutting Experience. Sonst müssen wir mit. Wir haben jetzt zwei Schiffe hier, also von daher. Ah, was? Das ist ein Draugr. Ich dachte, das wärst du. Wie ist denn hier reingekommen? Aber ich habe ihn bestimmt nicht geholt. Nee, er ist mir wahrscheinlich hinterhergelaufen. Unglaublich, dieser Lachsnacken. So. Ach, das ist ein Forge Improvement. Das kann ich gar nicht da an den Stone Cutter machen. So, meine Lieben, aber jetzt wisst ihr ja auch auf jeden Fall, was als letztes so abgegangen ist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder einen kleinen weiteren Fortschritt haben und was Neues passiert. Bis zum nächsten Mal. Bis jetzt zum nächsten Mal.